So, weiter geht's heute mit dem dritten La Liga-Spieltag. Wir treffen heute auf Betis und wollen natürlich dort die Punkte ausbeuten auf 9 stellen. Und dann ist ja noch Deadline Day. So, der Legier. 2-Jahres-Leihe möchte ich gerne, ja, Lucas Jean. So. Ich leihe meine Spiele meistens immer ohne Kaufoption. Weil so bin ich mir sicher, dass ich zurückholen kann. Bergamo oder Simon. Ja, langsam werden das Angebote, die ich fast ...85. Mal gucken, ob sie es machen werden. Gegenangebot. Neue Transferangebote, 85. Ich gehe auf 83 runter. 83,5. Ups. Sie wollte ich 67 nehmen, also ich muss jetzt tatsächlich umbauen. Ja, jetzt muss ich noch mal gucken. Ich brauche ein Talent. Ich brauche einen baskischen Keeper. Sehe ich jetzt gerade auf dem Schirm. Damit Kepa auf jeden Fall die Nummer 1 werden. Ja, ich muss da für 85 Millionen von Bergamo. Jetzt muss ich gucken, wenn ich hole. Jetzt muss ich gucken, wenn ich hole. Entschuldigung. Jetzt wird es bei mir ein bisschen kritisch. Gut, ich könnte Nico Williams zurückholen, aber dann ist es ja nur ein Außenspieler, den brauche ich jetzt auf der Position ja nicht. Ja. Den holen wir. Ich muss ja auf meiner Position auf der Torwart. Also erstmal muss ich auf der Torwartposition eine Alternative im Kopf kriegen. Na gut, da wäre einer, ne? Nee, ich habe eine Alternative. Jetzt muss ich natürlich suchen. Und zwar ihn hier, Alex Remiro von Real Sociedad. Den will ich jetzt auf die Liste setzen. Ich habe aber noch eine Alternative. Und ja, er ist Baske. Er steht zumindest in der Liste drin. Sam Westerfeld ist Spanier, ist tatsächlich Baske. Das sind zwei so Alternativen, die ich jetzt überlege. Also der hat einen 55 Millionen Ausstiegsklausel. David Garcia ist ebenfalls natürlich Baske, klar. Das sind so Alternativen, die ich jetzt so ein bisschen auf der Liste habe. Als Wunschlösung auf der Liste habe. Nein, abbrechen. So, wir gehen erstmal rein ins Spiel.
Die Frage ist, geht er vor oder nach dem Spieltag? Er geht wahrscheinlich nach dem Spieltag. Ich werde natürlich jetzt das Spiel spielen. Ich werde ihn jetzt quasi aus dem Kader streichen, weil er jetzt in Verhandlungen mit, also als Dings mit Verhandlungen mal einen Club spielt. Und deswegen wird er natürlich jetzt erstmal heute offiziell nicht im Spieltagskader stehen. So. Ja, passt das mal so weit. Also klar, Kepa ist jetzt als Stammspieler drin im Tor. Aber wie gesagt, ich habe mit. Er wird heute im Fokus stehen. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Hallo aus dem Estadio San Mamés. Erste Heimspiel der Saison. Ist sehr gut und wir freuen uns, dass Sie sich dieses Spiel heute nicht entgehen lassen. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und es geht bei uns heute um eine Begegnung aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen Real Betis. Athletic Bilbao ist mit zwei guten Auftritten gestartet. Sie sind bei 6 Punkten. Ich glaube, damit haben Sie ja die Erwartungen erfüllt. Und das verspricht einiges. Sie machen einen wirklich guten Eindruck. Sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Kepa steht im Tor, Mikel Merino steht mit Iker Muniain auf Außen und sie gehen mit 2 Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen, die sollen die Tore machen. Also alle drei Neuzugänge im Spieltagskader. Also beziehungsweise der Startformation sogar. In dieses heutige Spiel. Ja, und Simon, das wird auf jeden Fall eine Hausnummer sein, den zu ersetzen. Aber wie gesagt, ich habe eine Alternative auf der Bank. Vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So. So, na dann, auf geht's. Spieltag Nummer 3 beginnt, wie gesagt, mit einem kleinen Schock. Und zwar Unai Simon wird für über 85 Millionen wechseln, den Club verlassen. Aber wie gesagt, ich denke, dass Kepa eine Alternative ist und den Keeper, den ich jetzt gerade auf dem Schirm habe, durchaus. Und so schnell kann es gehen, ne? In der letzten Folge noch gesagt, ja, der wird so lange nicht. Der wird so. Und. Halt's wohl. Dani Olmo. 7. Minute, Tor Nummer 3 in dieser Saison. Mit viel, viel Dusel. Erst Olmo selber, der hat ihn ja an den Pfosten jetzt gelenkt. Oder beziehungsweise da die Richtung war, der Keeper hat den Pfosten gelenkt. Und dann prallt er zurück vor Olmo. Und der Keeper macht ihn einfach scharf, statt ihn festzuhalten. Legt er den wieder rein und Olmo wurde rüber zu drücken. Und damit steht es hier schon nach 7 Minuten 0, also 1-0 für uns. Und wir sind auf dem Kurs, den dritten Saisonsieg zu holen. So, weiter in diesem Spiel, wo Real Betis nun hinlegt. Es gab vor dem Spiel einige Diskussionen um ihn. Denn er muss heute gegen sein früheres. Ja, Juri Berchic, aus Altersgründen unter anderem auch gegangen. Aber wir haben ja bisher alles gut aufgefangen. Und wir werden auch den Abgang wahrscheinlich von Simon als Simon
auffangen. Und ich denke, Kepa ist eine gute Alternative und unser. Also wenn da jetzt nicht Dramatisches passiert, natürlich. Wenn da jetzt nichts Dramatisches passiert, so, warte mal. Williams. Da kommt der Pass. Villa Libre. Heute mal. Da schießt er. Der ist noch heiß. Ball kann auch, und dann ist es. Merino. 2-0, 16. Erster Standard für sein erstes Saisontor. Nachschuss, Tor. Mikel Merino, der war eigentlich schon zur letzten Saison ein absoluter Wunschspieler natürlich von mir. Den wollte ich unbedingt schon haben. Ich habe ihn dann nicht gekriegt, er ist dann nach Leipzig gegangen. Wie gesagt, eigentlich aus geldtechnischen Gründen. Ist er ja dann nach Leipzig gewechselt. Und jetzt habe ich ihn, im Jahr später habe ich ihn. Und jetzt hat er schon sein zweites Saisontor. War das zweite Saison? Ich meine, letztes Spiel habe ich auch getroffen. Oder? Das müsste es doch eigentlich jetzt. Naja, er hat auf jeden Fall jetzt ein Tor. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Klar, werden wir, wie gesagt, natürlich mit dem Keeper. Sehr gutes Tackling. Ich werde nur natürlich noch ein bisschen nachkaufen, wahrscheinlich. Ich muss die Karte eh ein bisschen aufblähen. A, weil. Champions League haben und B, ich will keinen Linksverlust, wenn ich mal rotiere. Keinen Qualitätsverlust, wenn ich mal rotieren muss. Merino mit der nächsten guten Schauspielschatz. Oh ja, sah Ball heute mal in der Startformation. Und der ist einfach nur aus fitnesstechnischen Gründen draußen. Oh ja, Mussini, Simon Dex, weit in England, verhandelt gerade mit seinem neuen Club, mit seinem potenziellen neuen Club. Weiter gefährlich, nach Kepas Abwehr. Kepa! Ja, da er wahrscheinlich die 1 kriegen wird. Die Parade, die war natürlich sensationell. Rosabel. Oh, der Abflug. Villa Libre. Setzt sich klasse durch. Jetzt die Flanke. Villa Libre und Merino. 3-0. 29. Drei Tore. Nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Dann hat das wirklich einfach. Muss ja fast nichts mehr machen. Hält nur noch den Kopf hin und drin. Ja, genau. Alex Remiro wird der neue, wahrscheinlich neue Kollege werden. Und Royal Sociedad wird er kommen. Mal wieder ein Spieler von Real Sociedad. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Ansonsten wird es CM West fehlt. Von Alkmaar. Zumindest als Ersatzgeber. Ansonsten habe ich ja noch eine Alternative. Also ich bin jetzt nicht auf der Position, dass ich unbedingt nachkaufen muss, aber ich will, wie gesagt, die Qualität hochhalten. Und deswegen werde ich noch meinen Hund. Juri Berschich ausgerichtet. Er sieht jetzt gelb. Dann die Vivian, der natürlich jetzt mal in der Startformation spielen darf. Hat er bei letzten Partie schon gesagt, ey, ich hätte gerne mal gespielt. Und jetzt sagen sie dann, jetzt heißt es natürlich erstmal komplett über links ran, weil Berschich schon gelb hat. Und den wollen sie natürlich jetzt provozieren. Den wollen sie jetzt natürlich die Gelb-Rote provozieren. Jetzt vielleicht die Chance. Villa Libre erstmal, aber. Oh, das könnte was werden. Und 4-0, Williams. Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Bei dem letzten Mal haben wir gegen Betis nämlich das Spiel zu Hause nur 1-1 gespielt. Oder unentschieden gespielt. Machen Sie aus nächster Nähe das Tor, das ist letztlich nur noch Formsache. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gehofft. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Wie gesagt, auch in Anführungszeichen die B11. Er hat natürlich die gewisse Qualität. Und dann Muni Yain. Da wäre Platz für einen Konter. Olmo. Der hat ja schon sein Tor. Gefährlich. Olmo! Gibt das nochmal eine Hecke? Nein, gibt es nicht. Muni Yain! Muni Yain! Der Ball
Damit sind sie also nicht durchgekommen. Sergio Canales. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Sie können den Pass unterbinden. Oh, dann ist es Williams, der mit nach diesem Kapitalfehler nochmal einen nachlegt. 40 plus 2, 45 plus 2, noch ein Treffer. Die Maschinerie rollt schon wieder. Das war mehr oder weniger komplett ein Geschenk hier. Holmer, Williams, rein damit. Und mit dem Olmo habe ich absolut einen Traumtransfer gemacht, gerade für die Ablöse. Ich kann was auf jeden Fall 70 Millionen, 75 Millionen oder so. Top-Transfer. Für die Kohle definitiv. Pausenpfiff, jetzt geht es erstmal in die Deswegen bin ich froh, happy, dass ich ihn habe. Weil er macht seine Tore, er hat gute Technik. Jetzt wieder an Vorlage. Ein Tor und Minimum schon wieder eine Vorlage. Ich weiß gar nicht, ob es eine oder zwei Vorlagen schon hat. Ja, kann man so machen. Wie gesagt, mit der Truppe sind wir definitiv nochmal eine Ecke stärker, als was wir in der letzten Saison gespielt haben. Aber gut, wir müssen ja auch wegen Champions League. Ich will diesen Champions League-Titel haben. Ich will diesen Champions League-Titel mit Bau holen. Und das hat mit Realismus und so, ist immer ein bisschen relativ. Ich will ja eigentlich größer als mit baskischen Spielern machen. Aber ich sag, bei Olmo habe ich jetzt solche Ausnahme. Oder ich habe ja letzte Saison schon Galan geholt, der eigentlich Portugiese war. Und Olmo, ich brauche ihn. Ich wollte ihn haben. Und der Rest ist ja dann baskisch. Gut, die Jugendspieler kommen aus Frankreich größer, aber Frankreich ist ja auch teilweise im Baskenland vertreten. Und deswegen denke ich mal, ist das okay. Gerade mit den Jugendspielern hast du nicht immer die Mega. Warte mal. Iglesias, Tor Nummer 1 für die Gäste hier, Betis. Auch der hat, glaube ich, in letzter Saison schon mindestens ein oder zwei Treffer gegen uns gemacht. Da hat er sich klasse durchgesetzt. Ja, viel zu einfach, setzt sich durch. Da stehen 3, 4, 5 Mann, also ein bisschen. Und sagen, ja, mach mal. Okay, Pass geschlagen zum ersten Mal. Vorbei. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ja, eigentlich sollte sehr viel über die Seite von Beşiktaş gehen, aber der ist gerade noch beschäftigungslos. War nicht so einfach, den zu verpflichten, aber jetzt hat's geklappt. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer. Nein. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Villa Libre, Williams. Jetzt darf Villa Libre auch sein erstes La Liga-Tor machen. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann haben sie diese Überzahlsituation. Ja, das war einfach viel zu einfach. Querlegen. Spieler steht vom Tor. Und er macht ihn einfach. Aktueller Spielstand jetzt also 6 zu 1. Gebt Vorteil aus diesem Fall. Ja, ja. Den können Sie jetzt direkt versuchen. Ja, Jan, der sagt ja nicht mal so, nicht nochmal so rein. Weil dann gibt's das Kärtchen. Kein schlechter Freistoß. Und Kipper. Aber noch besser pariert. Ja, da ist der Deuter da und macht einen guten Job. Bald steht das nächste La Liga Santander-Spiel an für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen Almeria. Almeria. Wirklich reizvolle Ansetzung und vielleicht sind Sie, liebe Zuschauer, dann ja wieder dabei.
Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Aber sag ja, das sind, wenn du Meister werden willst, eigentlich jetzt nicht die Mega-Aufgaben. Da kannst du dir eigentlich dicke Punkte holen. Wir haben jetzt, wenn wir das Ding nach Hause fahren, und so sieht es ja wie gesagt aus, haben wir ja schon 9 Punkte nach 3 Spielen. Almeria ist wäre der nächste Pflichtsieg. Dani Olmo. Olmo, Muniain. Gute Chance für Muniain. Ecke. Ja, ich habe nicht mehr in die Position bekommen. Lass mal die Jungs mal da vorne ein bisschen kicken. So, eins, zwei. Ich setze mal Padilla rein. Ich bring's mal einen Keeper einfach, weil es kann. Diese Szene immer noch Gefahr. Ja, warte mal. Jetzt muss ich natürlich erstmal auf Position bringen. Williams. Da ist die Ball. Das war zu einfach. Canales. Oh, Alter. Canales. Sie sind da, Ball wird geblockt. 6-1, so kurz vor Spielende, das ist eine klare Sache. Wer ist eigentlich der nächste Gegner, Buschi? Der nächste Gegner von Athletic Bilbao heißt Ude Almeria. Wenn sie da so spielen wie heute, dann sieht's gut aus. Den Zweikampf. So, ich kam jetzt nicht in die Position, dass ich jetzt irgendwas machen konnte. Ach, hell. So, sieht man, ist es eine erste Gelbe. Wie gesagt, 18-jähriges französisches Top-Talent. Und sieht jetzt seine erste Karte letztem Spiel, seinen ersten Elfmeter verursacht. Aber wie gesagt, der ist gerade mal 18. Oh, der wird auf jeden Fall. Padilla. Oder Padilla, wahrscheinlich heißt er. Oder hat er meinen Treffer? Viel zum Thema, ich brauche vielleicht keinen Keeper zum Verpflichten. Ich habe vielleicht eine gute, statt jetzt eine gute, solide Nummer 2. Canales. Nein. Gibt keine Karten natürlich. Er bringt den Ball auf den langen Pfosten. Und dann ist Ende. 6-1, der nächste Kantersieg. Und so kann man in der Saison starten. Und Almeria, wie gesagt, das wird jetzt auch nicht das Team, wo ich groß kurz hitte. Aber wie gesagt, natürlich Respekt. Wir wollen uns natürlich versuchen, runterzuspielen, sofern es irgendwie möglich ist, diese Punkte mitzunehmen. Und aber jetzt haben wir noch einen Deadline Day noch am Ende. FC Hermannstadt, okay. Was auch immer das für ein Verein ist. Österreich, ne, Österreich ist es nicht. Ich weiß gar nicht, was das für eine Klub ist. Unai Simon wechselt für 83,5 Millionen zum Bergamo Calcio. Der zweite Top-Abgang, nachdem wir uns schon die Reihe geleistet haben, aber wie gesagt. So, Kepa wird natürlich jetzt die 1 kriegen, klar. Das ist schon ziemlich durch. Verlängerung delegieren. Ich will die Test allerdings nicht haben. Wir werden natürlich noch einen. Ich will die Ausschussklausel machen. Akzeptieren. Akzeptieren wir. Freigabe sollen wir natürlich erstmal ablehnen. Und
Und damit bleibt Padilla doch für 3 Jahre noch bei uns. Aber er wird natürlich erstmal verliehen, das ist klar. Also wie gesagt, ich habe Alternativen, definitiv. Also ich habe auch hier eine riesen Liste noch mit ihn hier. Alex Petscher. Oh, Alter, Katze. Also wie gesagt, ich habe natürlich Alternativen. Ja, Unai Simon, wie gesagt, das, der tut natürlich extrem weh. Aber ich habe einen Abzug von 10 Millionen Euro. So, jüngster Transfer, klar, natürlich. Unser Keeper mit dabei. Danke für Ciero. Delegieren. Ich hatte mal ganz schön gewaltig knicken. Eine Laie kann in der Karriere natürlich helfen, klar. So, jetzt muss ich mal gucken, was meine Wunschliste macht, weil ich will ja jetzt, ja, eigentlich, gut, es ist jetzt ein paar, Zwischenverlauf, Zentrale hier, irgendwo war das, genau. Ramiro, den möchte ich ja gerne kaufen. Nein. Also ich werde die Dings nicht ziehen, die Kaufoption, klar. Weil ich den wahrscheinlich für etwas weniger, deutlich weniger Geld kriegen will. Er hat eine Kaufoption von 41 Millionen, nur so neben 71 Millionen gehabt. Ich habe jetzt für 45 gekriegt, kriegen jetzt für 45 wahrscheinlich. Akzeptieren wir. Die Links nämlich natürlich raus. So, also du bittest jetzt. So, mal gucken, was jetzt kommt. Und damit haben wir Ramiro verpflichtet als neue, wahrscheinlich neue Nummer 2. Und er hat eine Erwertung. Was wäre das Minimum gewesen für die Preis, für die Kreisklasse? Oder bin ich drunter? 38,2, ja, ich bin bei 2,3 etwas drüber. So, damit haben wir natürlich klar. So, jetzt werde ich gucken, dass ich nochmal einen Linksverteidiger verpflichte, weil ich habe sonst gar nichts auf der Position. Klar, natürlich wird jetzt auch einer der ein etablierter Star kommen, Anführungszeichen. Ich brauche natürlich definitiv einen. Liftback auf jeden Fall. Ich brauche natürlich definitiv einen Linksverteidiger. Ich bin gerade am Suchen, deswegen dauert es manchmal einen kleinen Moment, dass ich gerade dass ich zwischendurch mal etwas abwesend bin, weil ich habe hier eine Liste, wo jetzt baskische Spieler sind, weil wir wollen ja die Transferpolitik. Wie gesagt, ich habe für Olmo hab ich eine Ausnahme gemacht.
Ich habe eine Alternative gefunden. Aber wie gesagt, wir warten noch einen kleinen Moment. Ich gucke gerade nämlich auf die Position. Ich will halt gerne einen Spieler holen, der auf der Position was machen kann. Nee, das ist tatsächlich der Einzige, der auf der Position spielen kann. Ich brauche da jemanden auf der Position. Ja, dann wird der wohl kommen müssen. So, Moment, der heißt, das ist er hier. Ist zwar Portugiese, aber ist Paske. Adana Demirspor. Aus der Türkei. Wie spielt der, was hat denn der für eine Dings? Ah, 75, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich zu wenig sein. Oh ja, doch, 8 Millionen, sagt er. Okay, passt. Wie gesagt, das ist natürlich einer jetzt, der unbedingt kommen soll. Wird er mal wieder nicht bleiben? 2 Jahre, ja, komm. Mhm. So, die Frage ist, was willst du an Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Daran könnte es scheitern wieder. Daran könnte es irgendwo scheitern. Am Geld. Ja, gut, okay, perfekt. Dann machen wir es so. Ja, und damit haben wir unseren Linksverteidiger gekauft. Wie gesagt, er ist Portugiese, ja, aber Baskenland. Also steht zumindest in der Liste drin. 4 Millionen wird er kosten, hat er gekostet. Ja, ist egal, alles gut. Ist ein 75er. Und damit hätten wir zumindest mal die Position in links. Oh, Marino ist beim Spiel, Dings beim, so. Ja, ich brauche ihn auf der Position, das ist es halt. Ich habe sonst keine Alternative hinten links. Das ist genau deswegen, habe ich ihn jetzt gekauft. Deswegen habe ich ihn jetzt erstmal verpflichtet. So, gut. Gehen wir mal weiter mit der Deadline. Silero. Annehmen. Atola. Juan Atola. 23-jähriger Spanier. Ja, kann man mal ausleihen. Das könnte man definitiv verknicken. Kali Manuel, weil sonst habe ich wieder hinten links nichts. Wie gesagt, ich will jetzt eigentlich ungern irgendwelche Spieler abgeben, die ich brauche vielleicht. Ich sage, das kommt jetzt absolute Unmacher. Was wollt ihr denn eigentlich die ganze Zeit? Ablehnen, lass mich in Ruhe. Manuel soll eigentlich bleiben. Jetzt habe ich nämlich die Alternative, jetzt wollen sie den haben die ganze Zeit, oder was? Gut, das ist klar, das ist Sierro. Wechsel nach Utrecht für 12 Monate. Und Atola wechselt für 2 Jahre nach Valladolid. So, dann haben wir das auch. Leihgabe für Petscher.
Und Galatasaray. Delegieren. Laie, Laie, Laie. Ich möchte aber keine. So, Arigire, ja. Delegieren. Könnte er 2 Jahre haben. Dann hat er natürlich eine Alternative. So, Pitcherleihe annehmen. Ich habe schon gesehen, dass Zubeldia wieder irgendwelche moralischen Angebote abgelehnt. Vergiss es, hört mal auf, meine Leute zu werben hier. Ich werde jetzt ja nicht unbedingt loswerden. Mich ärgert schon, dass ich nur den Simon verloren habe, aber ich habe mit Pep Keeper eine Alternative und ich habe einen zweiten guten Keeper. Also es ist jetzt nicht weiter tragisch, dass ich jetzt da irgendwas habe. Maurice, 3,3 Millionen, abgelehnt. So, die Frage ist, muss ich jetzt nochmal irgendwo unmoralisch viel Geld in die Hand nehmen, um jetzt nochmal Kader, um den Kader jetzt nochmal aufzubauen? Also, Remiro hat die 1 gekriegt, okay. Dann kriegst du diese 12. Und du kriegst natürlich die, bleibst bei der 1, Kepa. Weil er wird meine neue Nummer 1 sein. Ganz klar. Gut, ich habe Alternativen. Das ist nicht jetzt tragisch. Also ich habe 4 Keeper insgesamt. Oder beziehungsweise mit Iru sind sogar 5. Aber ich habe jetzt eine Alternative gegen hinten auf der Position links. Eventuell. Na gut, ich kann Maresca noch zurückholen. Das wäre eine Alternative. Aber das ist hier natürlich die Flyliste sitzen. Da wird wahrscheinlich nichts mehr weiter passieren jetzt. Pitcher, ja. Ich gucke gerade, ob ich noch mal irgendwas jetzt. Borja Sainz, gut, der hat noch eine Möglichkeit. Oh ja, Sabal. Also ich hätte auf der linken Seite. Auf der linken Seite habe ich. Ja gut, ich habe auf der linken Seite habe ich Alternative. Ich habe Merino. Also der kann ja gefühlt alles spielen da auf der Seite. Da ist es jetzt nicht weiter tragisch. Aber ich könnte noch mal auf der 10. Oh, ich habe Luke Jean, der aber geplatzt ist auf uns mehr und bin die. Wenn ich jetzt natürlich auf der 10 nochmal einen Brecher hole, da vorne. Das wäre natürlich jetzt nochmal eine Alternative, ja. Ja, was jetzt quasi eine neue Aufnahmefolge ist, aber die an die anderen Folge natürlich mit hinten dran kommt. Ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen entschieden zu sagen, nein, ich werde jetzt keine Spieler kaufen. Ich habe genug Alternativen auch für die Position der 10. Da kann ja noch theoretisch Oyarzabal spielen, da kann ja noch Muniain spielen. Dann habe ich immer noch eine Alternative für außen. Also ich kann durchrotieren, ist es nicht tragisch. Wir haben auch immer so Jungs noch. Also wie gesagt, ich werde jetzt keine Spiele mehr verpflichten. Wir gehen jetzt rein. Was heißt rein? Wir warten. Wir werden jetzt quasi beenden die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann geht's schon. Pitcher abgelehnt, okay. Wir gehen dann direkt ins nächste Spiel gegen Almeria und da wollen wir natürlich uns die Punkte. Wir haben schon, wir sind schon Tabellenführer, wir als einziges Team. Girona als große Überraschung, das letzte Jahr geschlagen haben. Also drittletzten Spieltag, ja, das war ja alles entschieden. Gut, wir sind raus für heute. Ich höre euch dann morgen, wenn ihr Bock habt, in Almeria, morgen um 14 Uhr. Bis dann, tschüssi.